Mit der FWU-Mediathek haben Sie Zugriff auf viele tausend Medien. Konzipiert für einen abwechslungsreichen und interaktiven Unterricht. Mithilfe der Suche gelangen Sie einfach und schnell zu lehrplanzentralen Inhalten für alle Fächer und Jahrgangsstufen. Nachdem Sie einen Begriff eingegeben haben, wird das Suchergebnis angezeigt. Sie können das Ergebnis nach Relevanz, Produktionsjahr oder alphabetisch sortieren. Zudem lässt sich die Suche mithilfe des Filters verfeinern. Möchten Sie zum Beispiel nur Gesamtproduktionen angezeigt bekommen, deaktivieren Sie mithilfe des Schalters die Filme. Sie sehen in Echtzeit, wie sich die Suchergebnisse verändern. Klicken Sie auf Filter anwenden, erhalten Sie das neue Suchergebnis nach Ihren Vorgaben. Wenn Sie ihn nicht mehr benötigen, können Sie den Filter mit einem Klick zurücksetzen. Möchten Sie nur Inhalte eines bestimmten Fachs sehen, nutzen Sie die Fachsuche. Klicken Sie dazu auf das entsprechende Feld und wählen Sie eines der Fächer aus. Mit Hilfe der Maske oben rechts können Sie sich anmelden. Entweder mit dem Zugangscode für Lehrkräfte bzw. Lernende, den Sie erhalten haben, oder Sie legen sich einen persönlichen Zugang mit Ihrer E-Mail-Adresse unter Einstellungen an. Nachdem Sie sich angemeldet haben, können Sie zur Suche zurückkehren und die Medien aufrufen. Wenn Sie auf den Play-Button drücken, öffnet sich das Medium direkt in einem neuen Tab. Klicken Sie dagegen auf die untere Hälfte der Kachel, gelangen Sie zur Einzelmedienansicht. In der Einzelansicht erhalten Sie weitere Informationen zum ausgewählten Medium. Außerdem können Sie das Medium hier herunterladen, es der geschützten App FWU Media Player hinzufügen oder einer Medienliste hinzufügen. Wählen Sie dafür eine bestehende Medienliste oder erzeugen Sie eine neue. Mit Zu gewählter Liste hinzufügen bestätigen Sie Ihre Auswahl. Sie können das Medium für 14 Tage freigeben. Dadurch wird ein Link erzeugt, den Sie entweder als QR-Code oder in Textform weitergeben können. Der Link wird automatisch in die Zwischenablage kopiert. Wenn Sie das Einzelmedium schließen, gelangen Sie zurück zum Suchergebnis. Im Menüpunkt Medienlisten erhalten Sie einen Überblick über alle von Ihnen angelegten Medienlisten. Mit einem Klick auf die jeweilige Liste sehen Sie deren Inhalt. In dieser Ansicht können Sie die auf der Liste enthaltenen Medien organisieren. Mithilfe der Checkboxen wählen Sie einzelne oder alle Medien aus. Sie können Ihre Auswahl löschen, in eine andere Liste kopieren oder in eine andere Liste verschieben. Mit den beiden Icons oben rechts stellen Sie die Medienlisten für die Lernenden zur Verfügung. Über den Pfeil weisen Sie die jeweilige Liste einer speziellen Klasse oder einer ganzen Klassenstufe zu. Über das Link-Symbol können Sie die Liste einfach per QR-Code oder Textlink teilen. Sie können beliebig viele Medienlisten anlegen. Im Menüpunkt Lerngruppen schließlich organisieren Sie Ihre Klassen bzw. Lerngruppen und legen Zugänge für die Lernenden an. Eine neue Lerngruppe legen Sie an, indem Sie auf Neue Lerngruppe erzeugen klicken und im Dialogfeld die entsprechenden Angaben eingeben. Wählen Sie einen passenden Listennamen, die Jahrgangsstufe, die Zahl der zu erstellenden Zugänge sowie das Ablaufdatum der Liste aus. Sie können auch festlegen, ob die Lernenden frei in der Mediathek recherchieren dürfen oder nicht. In der Medienliste können Sie den einzelnen Zugängen Namen zuweisen. Diese sind für Ihren internen Gebrauch bestimmt. Mit einem Klick auf das Symbol unten rechts vom Namen erhalten Sie einen Code zur Weitergabe an die Lernenden. Sie können diesen als QR-Code oder in Textform weitergeben. In der Übersicht können Sie weitere Zugänge erzeugen oder ausgewählte Zugänge löschen. Außerdem können Sie eine CSV-Datei oder eine Druckdatei mit allen Zugängen erstellen. Unter dem Reiter Medienregal sehen Sie, welche Medienlisten der Lerngruppe zugeordnet sind.
Die Nutzung der FWU-Mediathek ist übrigens auch auf mobilen Geräten wie Tablet oder Smartphone möglich. Wenn Sie zur Wiedergabe der Medien den FWU-Media-Player nutzen möchten, können Sie ihn ganz einfach am Ende der Seite herunterladen. Wir wünschen Ihnen und den Lernenden nun viel Freude beim Nutzen der FWU-Mediathek.